Leute, hier ist wieder euer Joltaker von Dommer HD und ich habe mir einfach gedacht, wenn Dommer Exit macht, mache ich einfach Feed the Beast. Und ihr habt ja auch schon mal Feed the Beast gesehen und ich fand, das kam eigentlich bei euch gut an. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, gut, dann machst du das jetzt einfach nochmal. Und ja, jetzt sind wir hier in einer Singleplayer-Welt, wie Dommer halt bei, wie heißt's? Bei Hexit. Ja, und dann bauen wir uns erstmal hier jetzt in Feed the Beast ein kleines Städtchen auf. Hier am See. Am Ende des Weges steht das Haus am See. Und, dann fangen wir hier eigentlich direkt an zu bauen. Mit dem Sotrax Fan Ever, oder wie das auch heißt. Das Texture Pack. Bauen wir uns hier einfach ein Haus am See. Oh Mann, ich hasse es. Ich muss mal kurz das nochmal. Wolken aus, aus, aus. Verringert. Ja, das ist eigentlich alles so, wie es sein soll. Feed the Beast leckt halt manchmal. Es nicht mehr. Es lag an diesem Wising. Diese Scheiße immer. Gut, dann bauen wir uns eigentlich hier mal das Haus am See. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, und ich habe ja auch Erfahrung mit Feed the Beast, wir werden sehr, sehr, sehr viel minen müssen gehen. Bis zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Framebruch, den ich gerade habe, der irgendwie nicht weggehen will. Okay, scheiß Framebruch. Ja, ich mal, wir bauen uns hier einfach jetzt erstmal so eine Standardhütte. So, und jeden Tag wird jetzt eine 15-minütige Folge von Feed the Beast bei mir kommen. Und ich versuche dann diese Framebrüche mal ein bisschen wegzubekommen. Und ja, jeden Tag kommt eine 15-Minuten-Folge, manchmal vielleicht eine halbe Stunde Folge. Mal sehen, wie es sich so ergibt. Aber ja, hoffentlich kommt das bei euch auch gut an, denn mir macht auch Feed the Beast Spaß. Ich habe hier schon mal Tacket gespielt. Und ich habe das wirklich eine lange, 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 lange Zeit gespielt. Und ich weiß so ungefähr, wie man so anfängt, alles zu bauen. Und die kompletten Sachen halt. Und hier ist ein Hühnchen. So. Eine kleine Standardhütte erstmal bauen. Sehr, sehr symmetrisch haben wir das schon mal gebaut. Was wir auch erstmal jetzt brauchen, ist Rubberwood, weil Rubber braucht man eigentlich immer. Rubber ist immer nötig. Und wieso ich mir noch keine Axt gebaut habe, ist mir auch schon ein Wunder. Haben wir eigentlich auf... Ach, wir haben auf normal, gut. Auf normal ist immer beste. Oh ja, ich freue mich auch schon jetzt aufs Main. Und heute Abend aufs Böllern. Böllern, beste. So. Jetzt holzen wir hier den ganzen Wald ab. Ist das hier eine... Ist das eine Schlucht? Ich komme hier gerade gar nicht hoch. Nee, aber viel Kohle. Ach ja. Ich weiß gar nicht, wie man... Wie öffnet man die Map? Frage ich jetzt gerade hier mal meinen Freund. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man die Map öffnet. Nee, mit M kommst du ins Menü. Ich habe keine Ahnung gerade, wie man in das Map-Menü kommt. Egal, ich werde schon irgendwie rausfinden. So. Ne, damit sortiere ich mein Inventar. Keine Ahnung. KL, keine Ahnung. Egal. Jetzt bauen wir uns erstmal eine Crafting-Box. Mit dem Sotrax Fun Ever Texture Pack, beste. So. Und eine Tür natürlich. Ja, super Fail. Erster Fail. Beste. So. Wir freuen uns natürlich immer noch über jeden einzelnen Abonnenten. Alle, die uns abonnieren,
ich bedanke mich schon mal im Voraus, denn in den letzten Tagen sind unsere Abonnenten so hammermäßig gestiegen. Das ist nicht mehr auszuhalten gewesen. Und wenn wir die 150 Abos haben, dann gibt's erstmal ein dickes Abo-Special, das kann ich euch sagen. Ich werde dann wahrscheinlich die PaySafe-Card wieder zur Verfügung stellen. Eher gesagt, beim nächsten Livestream versuchen wir die 25 Zuschauer zu knacken. Und wenn wir das tun, gibt es eine 10 Euro PaySafe-Card zu gewinnen. Und ab 50 Zuschauern eine 50 Euro PaySafe-Card zu gewinnen. Denn ich habe mir gestern eine PaySafe-Card einfach mal geholt und habe mir gedacht, man könnte ja mal wieder was für seine Zuschauer tun. Und ja, der nächste Livestream wird wahrscheinlich so in einer Woche oder so kommen. Denn ich habe jetzt endlich mal 3 Wochen Ferien. Auf meiner anderen Schule war das nämlich viel anders. Wir haben da 2 Wochen Ferien gehabt und haben dann irgendwann im Februar die rangehängt bekommen. Und das war dann das sogenannte Ski-Break, was es eigentlich gar nicht bringt. Ich bin echt froh, jetzt auf der anderen Schule zu sein. Denn da sind einfach alle viel, 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 viel netter und sind einfach nicht so bescheuert wie, meine alte Klasse war halt sehr besonders. Und was ich von der all meiner alten Klasse im Moment höre, die löst sich auch ein wenig auf. Im Gedächtnis wie auch in der Schule. Und was ich gehört habe, die haben letztens einen Kaktus angesteckt. Wer zum Teufel zündet Kaktus an? Das frage ich euch jetzt. Wer macht sowas? Wer zündet bitte einen Kaktus an? So. Und ich höre schon einen Zombie, ich gehe mal lieber hier hoch. Bau hier nochmal. Oder kann ich? Ja, ich kann schon. Und ja, sie sind einfach ein wenig speziell, meine Klasse, gewesen. Und ich kann das einfach mal. Sie haben mal einem Kumpel von mir im Winter sind sie hochgekommen mit einem riesen Eisbrocken und haben diesen Eisbrocken dann auf einen Mitschüler von mir geworfen. Hallo? Wieso bitte ein Eis? Vor allem das ganze Zimmer stand dann unter Wasser und das Lustige ist, die strengsten Lehrer kamen dann und haben uns dann natürlich zusammengeschissen und wir haben uns gedacht, was haben wir denn getan? Also zumindest ich. Tja, es gibt halt Menschen, die nicht denken, bevor sie handeln. Ja. Jetzt machen wir uns erstmal hier ein Standard-Equip. Ich weiß nicht, wie lange es dauern würde, dass wir irgendwann mal richtig geiles Equip haben werden, aber ich würde mal sagen, nicht so lange. Erstmal ein bisschen Holz hacken gehen, erstmal ein Steinschwert machen. So, hier. Voll der YOLO-Trip. Dann brauchen wir auch viel, 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 viel Wolle. Aber erstmal Hühnerschlacht gehen. Und das liegt schon draußen hier. Fröhliches Eier stirbt. Und Zombies sind uns auch schon wieder hier. Ich mache uns hier erstmal ein bisschen Platz wegen dem Holz. Das nervt ja alles. Oh, Hühner schwimmen. Stirb. Oh, Hühnchen. Stirb. Ja, meine komplette Klasse war eigentlich sehr speziell. Ich war von der 3. bis zur 8. auf dieser Schule und jetzt bin ich halt vor einem. Jetzt bald ist es ein Jahr. Also was heißt ja, so in ungefähr einem halben Monat ist es, glaube ich, ein Jahr her, dass ich die Schule gewechselt habe. Aber ja, es sind halt immer die Menschen, die dann halt immer noch mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Und das ist jetzt gerade mein Freund, der neben mir sitzt. Es hat sich eigentlich ergeben durchs Zocken. Weil es macht ja keinen Fun, alleine zu zocken. Und dann, ihr habt bestimmt auch alle Freunde in der Schule, mit denen ihr übers Zocken redet. Und alles Mögliche. Und da könnt ihr mir echt nicht erzählen, dass ihr irgendwie was anderes oder so habt. Was ich mich jetzt gerade echt wundere. Ist das Texture Pack connected mit den Sachen? Anscheinend nicht. Aber mit manchen Sachen ist. Doch, es ist mit den meisten Sachen connected, das ist gut. Ich habe da, weil es gab, glaube ich, ein Update von Feed the Beast, was nicht wirklich klein war. Ui. Wir haben hier ganz schön viel Kohle. Aber Eisen wäre mir im Moment lieber als das andere.
Ach, die 9 Minuten sind ja schon rum. Also ich werde wahrscheinlich auch noch längere Folgen machen, weil so kurze Folgen, man kann vielleicht in 15 Minuten so wenig machen. Ich lade dann vielleicht morgens eine hoch und dann abends eine Folge. Mal sehen, wie sich so ergibt. Aber Hauptsache, euch gefällt Feed the Beast, denn Feed the Beast, da braucht man schon richtig lange, um da irgendwas mal ein gutes Equipment zu haben. Bei mir hat es, glaube ich, 17 Folgen oder so gedauert, bis ich mir dann erstmal Strom machen konnte. Aber, ja. Es braucht halt alles seine Zeit, bis man das hier macht. Also ich werde jetzt hier eine halbe Stunde aufnehmen, ihr werdet dann gleich kurz einen kleinen Cut sehen. Aber mal sehen, wann ich das alles hier hochlade. Eine Werbfolge werde ich jedenfalls heute noch den 31. hochladen. Silvester! Und dann wird wahrscheinlich morgen eine im Neujahr kommen. Ich könnte eigentlich das Projekt auch Neujahr starten, aber ich lasse es mal so, wie es jetzt ist. Und ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Zombies und Creeper herumlaufen. Aber Hauptsache Copper. Und das Essen geht hier aber auch echt schnell weg. So. Ach, und wie ich gerade, glaube ich, gehört habe, tut schon einer draußen böllern. Alle, die zu früh böllern, haben echt alle Probleme. Ach, sieht mal einer, Zombie. Boah, die halten aber ganz schön viel aus, neuerdings. So, Eisen. Ach, das ist Eisen gewesen. Fail. Der ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir Eisen abgebaut haben. So, dann nehmen wir uns aber erstmal unsere 3 Hühnchen und die Kohle und packen die da rein. So, Holz haben wir auch schon viel. Was haben wir da hinten? Wie zum Henker kann ich die Map öffnen? Nee, damit kann ich das öffnen. Egal, dann mache ich uns mal einen Wegpunkt. Home. Farbe machen wir mal so blau. Fertig. Gut, dann haben wir hier schon mal unser Home. Und jetzt nochmal was zu fressen. So, wie kann ich jetzt zum Henker die Map öffnen? T, nein, das ist der Chat. Z. Ah ne, damit, da tue ich ranzoomen. Okay, da ist eine Wüste. Dann rennen wir mal in die Wüste. Gleich nachher. P, L, K, P. Keine Ahnung. Ich höre einen Enderman. Okay, ich bleib lieber hier drin. M-Kartenmenü, Koordinaten anzeigen, Radar, Feinde zeigen. Oha. Da ist eine Menge. Neutrale zeigen. Okay, what the hell? Symbole umrissen. Nein, dammit. Symbol und Filter, Spieler anzeigen, Radar verstecken, Spieler hin zeigen, Steuerung, Menü, Zoom, Wegpunkt, Vollbildkarte, X. Ah. Oder was ist denn das da hinten? Dieser schwarze Punkt unten links. Sieht aus wie so ein Ölzeug oder wahrscheinlich. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich dann erstmal in die Wüste rennen und ich glaube, das mache ich jetzt schon. Ach komm, hier, YOLO Swag It. Was haben wir hier? Das war mal so ein großes Loch. Aus Skelettenfight hier. Stirb. So, let's go. Da leuchtet auch was. Ach, was ist das? Achso, das ist so ein Bienennest. Ich weiß gar nicht, wie man die irgendwie abbauen kann. Was ist das? Achso, das sind diese Leuchtblumen. Mit diesem komischen Dust-Zeug. Glas werden wir schon mal brauchen, deswegen bauen wir auch mal hier nochmal Sand ab. Ich dachte schon, der Creeper hat uns gesehen.